Die Fahrradbranche ist auf dem Sprung in die Zukunft. Das wird auch auf der Eurobike deutlich werden, der Leitmesse für moderne, umweltbewusste Mobilität, die vom 13. bis zum 17. Juli auf dem Messegelände in Frankfurt am Main stattfinden wird. Nicht nur der Standort der Eurobike ist dieses Jahr ein neuer, auch die Ausrichtung der gesamten Messe. Passend zum Slogan Hello Future rückt die Verkehrspolitik mehr in den Fokus. Wir haben uns ganz gezielt auch darum bemüht, natürlich die Politik zur Messe einzuladen und freuen uns sehr, dass wir auch Herrn Dr. Wissing als Schirmherr für die Veranstaltung gewinnen konnten. Diese Ausrichtung auf das Fahrrad als zentraler Baustein der Mobilität zeigt sich auch in einem neuen Format auf der diesjährigen Messe, der Eurobike Convention. Das ist ein ganz neues Format, was wir geschaffen haben. Damit lösen wir unser Versprechen ein, politisch zu werden. Das ist tatsächlich unsere erste Konferenz, die sich explizit an Zielgruppen außerhalb der Fahrradbranche wendet. Die weltgrößte Fahrradmesse bietet auf 140.000 Quadratmetern unzählige Neuheiten. Viele kommen aus den Bereichen Cargo und E-Bike, aber auch das boomende Gravelbike und damit verbunden der Bedarf an Zubehör fürs Bikepacking, zahlreiche Kinderfahrräder und viele Dinge, die das Radfahren leichter und sicherer machen, sind zu sehen. Neu ist aber, dass dieses Jahr vieles nicht nur angeschaut, sondern auch von den Besuchern ausprobiert und getestet werden kann. Und wer bei seinem Messebesuch nach großer Show und Action sucht, dem wird auf der Eurobike auch das geboten. Nächste Woche hier bei der Eurobike haben wir den Slopestyle-Event und hier wird ein ganzer Parcours aufgebaut, die ganzen internationalen Fahrer sind eingeladen und ich bin unter anderem auch einer der Athleten, die da mitfahren. Die Verantwortlichen sind gespannt, wie ihr neues Konzept bei den Besuchern ankommen wird. Sicher sind sie aber jetzt schon, dass es ein ganz besonderes Event werden wird. Es ist jetzt schon die größte Eurobike der Geschichte und alle Weichen stehen eigentlich darauf, dass das ein großer Erfolg wird. Und dann werden im nächsten Jahr wie ein Kaminzug-Effekt ganz viele sagen, alles klar, wenn das so gut ist, dann bin ich jetzt auch dabei. Radfahren ist einfach das, was mich glücklich macht und das, was ich in meinem Leben auf jeden Fall brauche. Noch mehr als ein Handy oder keine Ahnung was. Das Rad gehört immer dazu.